Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers mit dem KDX. Servus. Und dem Kiezmann. Servus. So Leute, es kommen jetzt ein paar Tage keine Folgen. Das lag daran, da wir ein paar private Probleme hatten. Und ja, das dürfte doch jetzt hoffentlich langsam wieder alles einklingen und kommen dann wieder täglich Folgen. Ja, hoffen wir es. Ja, es sei denn, es kommt wieder was dazwischen kommt. Ja. Ne? Oh. Ich hoffe, ihr habt alle unsere wunderschönen Weltraumklos bemerkt. Die wir jetzt erstmal Probe sitzen. Probe kacken. Mindestens. Erstmal zusammen aufs Klo gehen. Oh Scheiße, meine spült nicht. Ah, das Vakuum zieht mich rein. Nein! Ich komm nicht mehr weg. Ja. Tja. Ich brauch gar nicht mehr drücken, das Vakuum erledigt alles. Huch. Oh, Autosave. Schau Leute, schau das mal, ist die neue Toilette. Hammer, ja. Die ist auch zu, ne? Ja. Ist die wird die auch offen, wenn man ein bisschen anflext? Nee, schade. Nee. Find ich geil. Jo. Ja. Vielleicht sagen wir noch kurz, wo wir stehen geblieben sind, oder? Ja, letztens. Wir waren jetzt ja da oben, auf jeden, ne? Fall. Das Schiff haben wir fertig, ne? Ja, der Berder. Gibt's man? Was? Ja, und die Berder, ja, genau. Nun, dein Transportschiff ist fertig. Oder wieder fertig, besser gesagt. Ja. Außer ich hab da noch irgendwie Wünsche, was man noch reinmachen könnte. Ein Spielautomaten. Eine Sauna. Ein Klo. Ein Klo, genau. Ich bin gerade doll aus der Steuerung hier raus. Ja, aber ich finde, dass die Brücke finde ich genial geworden. Oh ja, die ist schauen wir nochmal an. Ja, da muss man unbedingt nochmal rein. Ja. Oh, wunderschöner Aufgang. Hammer. Let's go. Vor allen Dingen mit dem Glas hier, ne? Ja. Oh, wunderschön, das sehe ich schon. Oh, ein Traum in Blau. Und was für ein fettes Ding. Also das ist echt mal Hammer, ne? Wunderschön. Bist du gut ausgerüstet. Jo. Es kommt, lasst uns gleich zusammen aufnehmen und Let's Play machen. Es sind ja genug Monitore und alles da. Eben, ne? Da ist Facebook offen. Was? Wer hängt nachher schon wieder im Facebook von nichts, Sven? Ich musste ja gerade posten, dass ich auf dem Weltraumklo war. Ah, okay. Genau. Gleich mit Foto, oder? Ja, klar. Auf der Schüssel. Selfie. Aber nicht von mir, sondern das, was in der Schüssel ist. Ah, okay. Oh mein Gott. Also ich finde den Gang auch wirklich schön hier mit den Gläsern. Oh ja. Muss ich echt sagen. Echt schön. Space Engineers ist ja gerade interessanter geworden, als dann endlich Mods rauskamen. Also durch diesen Workshop, ne? Ja. Wurde es ja nochmal richtig interessant. Da kannst du doch schon noch eine ganze Menge rausholen aus dem Spiel. Ja, das habe ich ja auch noch hier umgebaut, ne? Hier muss die Kuppel. Kuppel, ja. Die ist cool, ja. Nicht so sehr springt, das ist noch kein Panzerklaus, da hat das Geld nicht mehr gereicht. Kiezmann hat da ein bisschen geknausert mit dem Geld. Man muss sparen, wenn man kann. Also.
So, Ist was schon hast du einiges da. letztens hier gemacht, Kiezmann? Ich wollte den Mining Hauler umbauen zum Bohrschiff. Das klingt geil. Ich habe ja schon mal die Grundmaße hier. Oh, das wird groß. Das Das wird war ein das Monstrum. Bohrerfeld, oder? Bitte? War das das Bohrerfeld? Das war das Bohrerfeld, ja. Hammer. Genau, und innen drin. Wenn wir mal reingucken. Ach so, du hast die Besitzstatus nicht zurückgemacht, ne? Nee. Ach. Wieso? Hätte ich das tun sollen? Zugriff verweigert, ja. Du machst Sachen. Einen anderen Oh, Weg Zugriff reinfinden. verweigert. Ach ja, Fail. Naja, immerhin saßen wir auf dem Klo. Wegflexen. Ich hab bin voll. Ich kann hier nichts wegflexen. Hast du schon wieder getrunken? Ja. Der Kitzmann ist voll, ich bin blau. Passt doch. Die Flasche Whisky leert sich nicht von alleine. So, Kontrollpanel. Na. Seid Oh jetzt? Gott, ich komme mit der ganz neuen Anordnung hier überhaupt nicht mehr klar. Wo seid ihr jetzt? Beim Mining Hauler? Da. Ja, das nutzt doch sowieso nichts, wenn es jetzt da Hä? ist, sondern kein Zugriff auf den Motor. Ah, verdammt. Da war ja auch noch was. Naja, umsonst Ja. weggeflext. Kann ja von oben rein. Hier. Da ist Katix, da wird Kiez in die Weit sein. Richtig. Ah. War schon wieder Autosave. Warum mit einer Raffinerie? Jo. Hier eine Raffinerie, ja. Zugriff verweigert. Hey, wo bin ich denn? Was? Ach hier. Nee, oder? Ah, hier geht's raus. Das heißt, überall hier noch Zugriff verweigert. Ja, klar. Also müssen wir bei der nächsten Aufnahmepause vielleicht doch Ja, auf jeden Fall, Grundstatus. weil. Ja. Ich hab Kann man euch hier nur runter verloren. smuggeln? Nee, Ganz muss ja runter. genau unter Ja. dir. Unter mir? Hey. Hä? Ah, Hey. hey! Hey. Was macht ihr hier? Da ja das Mining Hauler neu ist, weil vorher waren hier keine Glasplatten. Ja. Stimmt. Ja. Weil die würde ich nämlich wieder wegmachen und genau in diese Mulde kommt eine Raffinerie rein. Da drüben nochmal. Hinter dir, wo es drauf steht, da kommt nochmal eine Raffinerie. Hier üben kommt nochmal eine Raffinerie. Also, dass insgesamt sechs Raffinerien sind. Oh, hä? Wo bin ich jetzt? Ah. Und zwischen die Raffinerien würde ich Assembler bauen. Und haben wir eigentlich einen Stonecrusher in den Mod. Boah. Keine Ahnung. Da bin ich jetzt auch überfragt. Reaktor meinst du, oder Der was? Arc Furnace ist doch dafür da, nur für Steine, oder? Oh Rechts Gott, neben der Raffinerie. ich bin da schon so lange raus jetzt hier. Ja, nur für Metall? Keine Ahnung, irgendwie nur was Bestimmtes verarbeitet er. Auf jeden Fall, der kommt dann auch noch mit rein. Genau. Habe ich alles vor. Das ist ja noch einiges. Ja. Hast du ja hier noch viel vor. Da werden wir wieder Haufen Material brauchen. Ja, auf jeden Fall. Wer ist dann gleich mal bohren fahren, fliegen? Und ein bisschen Rohstoffe holen. Puh.
Und zeig uns nochmal, was du letztens in der letzten Folge gebaut hast, Kadix. Ja. Kommt ihr raus? Oder soll ich euch leiten? Leiden wir uns. Hier lang. Weißt du, wo der ist? Nö. Hier, über euch. Hä? Ah! Hey, ich hab dich. Wo? Du musst hier in das Ding rein da, und ja. Hoch. Gar nicht so einfach. Orientierungslos im Weltraum. Huch, das war zu weit. Ah, oh, geh raus, komm. Oh Gott, ich häng fest. Oh, das hört sich so falsch an. Das Raumschiff ist verstopft. Was? Wer hat denn da nie gespült? Ja. Sieht nach drei Haufen aus. Ich war's nicht, ich schwör. Ja, machen wir noch schnell. Letzte Folge habe ich hier noch ein wenig was umgebaut. Ja. Das sag jetzt mal, dienen der Verbesserung der Aussicht. Und ja, das werde ich jetzt dann weiter machen und noch ein paar Gimmicks einbauen. Was genau, das wenn wir dann in den nächsten Folgen sehen. Wir sind ja schon wieder bei 11 Minuten. Ja, 11 Minuten 36. Die Zeit rast schon wieder. Tja, dann werde ich mal loslegen und noch ein bisschen Material bohren, sammeln, wie auch immer. Ich werde mal die Petra benutzen. Das klingt gerade falsch. Na, wie immer halt, ne? Aber ich glaube, man kennt schon nicht mehr anders von uns. wenn sich's nicht mehr falsch anhört, ne, dann klingt's falsch bei uns. Das weil, ist wohl wahr. Gell? Ups. Oh, was war das? Das Schiff ist ja kaputt. Wo? Welches? Na hier, das Bohrschiff. Das hat der Ding doch geschrottet. Stimmt, das ja. Ist das komplette Triebwerk weg. Haben wir eigentlich letztens erwähnt? Oder? Ah! Nee, wir müssen eigentlich noch erwähnen, wieso Gessen immer dabei ist, hä? Ach, stimmt ja. Stimmt ja, ach Mensch. Da war ja auch noch was. Oh Gott. So, Triebwerk. Nee, das war doch ein großes hier hinten. Ein großes Triebwerk. Das müsste gelb sein, ja, gelb. Oh Gott, wie war denn das? Shift und P müsste das gewesen sein. Yay! Oh, ich bin so dermaßen raus aus der Steuerung gerade. Das ist böse. Ist ja schon ein wenig her, ne? Ja. Stahlplatten brauchen. Ja, man kann ja sagen, dass demnächst noch einiges geplant ist. Oder? Ja, klar. Sehr mit viel sogar. Nach dem, was wir gestern so besprochen haben. Jo. Ich will jetzt nur noch nicht zu viel sagen. Es wird auf jeden Fall richtig geil werden. Ja. Wir wollen auf jeden Fall für unsere Anhängerschaft Community einiges an Neuerungen bringen. So viel kann man ja schon mal sagen. Jo. Nicht nur in Space Engineers, muss man ja dazu sagen. So, nee, hä? Oh, Stahlrohre. Ja, klasse. Gott. Ich muss auch gerade sagen, ich muss jetzt hier mal meine Maus, glaube ich, einstellen. Meine ist ein bisschen zu schnell eingestellt, habe ich. Meine auch, ja. Meine auch irgendwie. Die muss ich auch direkt im Windows nochmal langsamer machen. Die hab ich heute ein bisschen zu sehr hochgeschraubt.
Ich habe da heute mal geschafft, Ich endlich habe da mal noch die gar Treiber nichts dran davon zu gemacht. installieren. Von der echt? Ja, jetzt erst. Ja, das ist ja so eine programmierbare, Ja. die du extra auch nochmal Tasten programmieren kannst für Spiele und was weiß ich. Ich nutze es Ja. nur nie. Ich auch nicht, ich habe eine Razer, aber ich habe noch keine Treiber drauf. Das heißt, die läuft als Standardmaus, obwohl sie eigentlich voll die Funktion hätte, ne? Und ist auch nicht gerade billig, so eine. So. Triebwerkskomponenten, Stahlplatte und Triebwerkskomponenten. Okay. Danach dürfte das Ding wieder funktionieren. Wir sind schon wieder bei Überlänge. Oh Leute, das war's dann schon wieder mit dieser Folge. Mehr Gequatsche, dafür nochmal alles gezeigt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ne? Auf jeden Tschüss. Fall. Tschüss, ciao.